Bei uns geht's um die Queen of Soul, eine Kritik zur neuen Filmbiografie Respect über Aretha Franklin. Und noch ein Kinofilm beschäftigt uns, Hannes von Regisseur Hans Steinbichler nach einem Roman von Rita Falk. Ein verstörendes Schauspiel droht der Prozess gegen die Menschenrechtsorganisation Memorial International zu werden. Wir beleuchten die Hintergründe. Und dann haben wir noch den Berliner Ampel-Koalitionsvertrag unter die Lupe genommen, um herauszufinden, was über die Kulturpolitik drinsteckt. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Sonderbarer Titel, Until We Fossilize, hat die Italienerin Marta Del Grandi ihr Debütalbum betitelt. Leicht gruselige Vorstellung, dass wir zu Fossilien werden und Forscher, so es die in ferner Zukunft auf Erden dann noch gibt, unsere versteinerten Überreste irgendwann ausbuddeln, wie das heute mit Dinosaurierknochen passiert. Zu den leicht unbehaglichen Assoziationen, die der Plattentitel weckt, passt auch der Sound von Marta Del Grandi. Leicht entrückt, melancholisch, molltönend, minimalistisch. Der erste Song, den wir hören, verkündet im Titel dennoch alles gut. Er heißt Totally Fine. Have you ever found yourself paralyzed in a corner somewhere outside where children are playing and people are laughing and talking loudly and it feels like you were never born? In the mirror and wondered if it's actually you or it's just how you look when you look in that mirror. Your forehead frowns, but you didn't mean to, and it's totally fine and no one is watching. It's totally fine, I don't tell anyone. It's totally fine, it's totally fine, it's totally fine. Fine, it's totally fine, huh? Have you ever looked back at the time when you pushed me away and you really didn't seem to care? Over and over I've asked myself, was that the right moment to leave you? And it's totally fine, I'll take a deep breath. It's totally fine, oh don't tell anyone. It's totally fine, it's totally fine, it's totally fine, it's totally fine. Marta Del Grandi aus Italien, später noch ein Lied von ihr, jetzt aber nach Russland. Bereits 2012 wurde dort das Agentengesetz verabschiedet, das es dem Kreml erlaubt, gegen NGOs vorzugehen, die sich politisch engagieren und dabei vom Ausland finanziell unterstützt werden. Im vergangenen Jahr wurde das Agentengesetz nochmal verschärft. Die in Moskau ansässige Menschenrechtsorganisation Memorial International hat das Gesetz wiederholt als Instrument politischer Verfolgung unabhängiger zivilgesellschaftlicher Organisationen scharf kritisiert. Nun soll das Gesetz gegen sie selbst angewendet werden. Heute beginnt der Prozess gegen Memorial. Christine Hamel berichtet. Schon zu Wochenbeginn gab es Verhaftungen. Die Polizei in Moskau duldete noch nicht einmal die Proteste Einzelner gegen die drohende Schließung von Memorial. Wegen vermeintlicher Verstöße gegen das russische Agentengesetz hatte die Generalstaatsanwaltschaft die, Zitat, Liquidation der Menschenrechtsorganisation gefordert. Seit 2016 muss sich Memorial als ausländischer Agent bezeichnen, weil ein Teil der finanziellen Mittel aus dem Ausland kommt. Hinter dem Gesetz, das Journalisten und Menschenrechtsaktivisten dazu zwingt, jede öffentliche Äußerung als Beitrag eines Agenten zu kennzeichnen, steht eine Politik der Ausgrenzung, die zwischen Freund und Feind unterscheidet und Teil eines hybriden Krieges gegen den Westen ist.
Die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti veröffentlichte denn auch eine Karikatur, auf der eine Säge mit einem Griff in den russischen Nationalfarben einem amerikanischen Panzer das Kanonenrohr abgeschnitten hat. Das Rohr trägt die Aufschrift Memorial. Kampagnen, an die man längst gewöhnt sei, sagt Irina Scherbakowa, eine der Gründungsaktivistinnen. In den letzten Monaten kam es ständig diffamierende Reportagen und Lügen über uns in den Nachrichten. Das heißt, es war zu erwarten, dass die Situation sich verschlimmert. Aber natürlich unerwartet war es nur, dass es sofort zur Liquidierung kommt. Der Kreml erhöht den Druck auf alle Andersdenkenden. Was aber macht Memorial so gefährlich für die Machthabenden? Die Organisation ist in Russland eine Institution, die großes Vertrauen genießt und mit der sich Millionen Schicksale verbinden. Memorial kümmert sich um die Aufarbeitung des Terrors unter Stalin, gibt den Opfern ihren Namen zurück und setzt die historische Wahrheit wie in einem Puzzle mühsam Teilchen für Teilchen zusammen. Zudem kümmern sich die Aktivisten um die soziale und juristische Betreuung von politischen Häftlingen des Putin-Regimes und sorgen dafür, dass das Unrecht an die Öffentlichkeit kommt. Irina Scherbakowa koordiniert für Memorial außerdem landesweite Schülerwettbewerbe zur Geschichte, die jedes Jahr ganz erstaunliche Erfahrungsberichte und Familiengeschichten an die Öffentlichkeit bringen. Memorial steht für historische Wahrheit und ungebrochenes Rechtsbewusstsein in Russland. Und diese Organisation jetzt zu vernichten, ist ein absoluter Signal. Ihr müsst alle Angst haben. Wir sind in einem Staat jetzt, wo es absolut kein Recht gibt. Wir sind durch nichts geschützt. Und dass die sich mit einer Gerichtsverhandlung decken, das war ja auch in den Stalins Zeiten eigentlich, da gab es auch Urteile. Also das ist eine Geiselnahme, was mit uns passiert. Ein Land im Rückwärtsgang. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch formulierte es dann auch so: Die Vergangenheit steht uns noch bevor. Dahinter steckt für Jan Radzinski, den Leiter von Memorial International, der Versuch, autoritär von oben nach unten durchzuregieren. Leider erinnert heute vieles an die Methoden der sowjetischen Machthaber. Alles dreht sich um den starken Staat. Der Staat ist heilig. Der Staat kann kein Verbrecher sein und unser Staat kann auch nicht schlecht sein. Wer dem widerspricht, wird ausgegrenzt und von allen Diskussionen ausgeschlossen. Putin und Medvedev erkennen nicht an, dass es massenhafte Repressionen gab. Sie greifen aber auf Repressionsinstrumente zurück, um das Land zu regieren. Russland will die Menschenrechtsorganisation Memorial International zum Verstummen bringen. Heute beginnt der Prozess. 8.37 Uhr, Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Donnerstag ist Kinotag. Seit gestern darf nur mehr ein Viertel des Publikums in die bayerischen Lichtspielhäuser. Wir antworten darauf trotzig mit einer doppelten Portion Film. Um das Biopic Respect über Aretha Franklin soll es gehen. Und davor noch über Hannes, den neuen Film von Hans Steinbichler. Moritz, ich fahre nicht ohne dich. Und ich nicht ohne dich. Dann lass uns jetzt diese Reise machen und endlich unseren Traum erfüllen. Egal, was kommt. Ein Traum, der sich in einen Albtraum verkehrt. Die gemeinsamen Reisepläne von Moritz und Hannes, Freunde von Kindesbeinen an, zerschlagen sich brutal. Auf einer Motorradtour in den Alpen verunglückt Hannes schwer. Statt ans andere Ende der Welt führt der Weg von Hannes ins Krankenhaus, wo er im Koma liegt. Und Moritz macht sich schwere Vorwürfe, weil es seine alte Maschine war, mit der Hannes den Unfall hatte. Hannes basiert auf einem Roman der bayerischen Bestseller-Autorin Rita Falk, die vor allem durch die Eberhofer-Krimireihe bekannt geworden ist, also Dampfnudelblues, Sauerkrautkoma etc. Hannes tanzt da etwas aus der Reihe. Und nun hat eben Hans Steinbichler dieses Buch verfilmt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was berührt, was bewegt Sie an der Geschichte von Rita Falk, dass Sie gesagt haben, aus diesem Buch Hannes, das interessiert mich so sehr, dass ich einen Film draus machen möchte? Für mich ist Hannes vor allem eine Freundschaftsgeschichte und es hat mich deswegen so berührt, weil ich selber als junger Mann auf dem Dorf eine für mein Empfinden absolute Freundschaft hatte. Das bedeutet, einen Freund zu haben, der wichtiger ist als die Mädchen, der wichtiger ist als die Eltern, der wichtiger ist als die ganze Welt. Und so eine Figur
habe ich eben in dem Protagonisten Moritz entdeckt, der so sein will wie sein Freund und ihn über alles verehrt. Und über sowas wollte ich eine Geschichte erzählen. Und für Moritz ist dieser beste Freund Hannes und dieser Titelheld des Buches und des Films. Im Film spielt ihn Johannes Nussbaum, der übrigens am Münchner Residenztheater engagiert ist und zum Beispiel als Hamlet auf der Bühne steht. Das ist ja gar keine so einfache Figur für einen Kinofilm, denn der liegt weite Strecken des Films einfach apathisch im Krankenbett. Vital und agierend ist er nur in ein paar Rückblenden zu erleben. Wie geht man mit so einer Figur um? Ich habe für Hannes die beiden jungen Männer gleichzeitig gecastet. Die beiden kennen sich von der Schauspielschule in Berlin, was ich sehr interessant fand, und waren sich schon freundschaftlich verbunden. Und was noch interessanter war, Johannes Nussbaum, der den Mann im Koma spielt, sagte, genau diese Rolle will ich spielen, weil ich will rausfinden, wie man sich verbindet, wenn man nicht da ist, mit jemandem im Raum. Und das war eigentlich die Grundlage. Er lag da nicht einfach nur rum, sondern er hat sich mit Moritz, mit seinem Freund, der am Bett sitzt, verbunden. Und das klingt jetzt möglicherweise etwas esoterisch oder verblasen, aber es war tatsächlich so, dass man regelrecht fühlen konnte, wie dieser Hannes im Kopf sich verbunden hat mit dem Moritz. Und das herauszukitzeln und zu versuchen, das zu zeigen, das kann dann eben Film. Das Drehbuch nach der Vorlage von Rita Falk hat ihr Cousin Dominikus Steinbichler geschrieben. Im Roman brechen die beiden Buben oder Burschen im Frühling zu der fatalen Motorradspritztour auf. Und Frühling assoziiert man ja so mit aufblühendem Leben, das im Fall von Hannes dann je abgeschnitten wird. Da geht es also so um den Kontrast. Sie und ihr Cousin lassen das Ganze im Herbst spielen. Das ist eine Jahreszeit, da denkt man eh schon an Sterben und Tod. Wieso diese Entscheidung? Da muss ich ganz klar sein, wir ließen es natürlich im Herbst spielen, weil ich für diese Motorradfahrt eine solche Fülle haben wollte, die mir der Frühling nur in Partikeln bietet für mein Empfinden, aber der Herbst in den Bergen in jeder Fülle. Also die Herbstfarben, das Laub, vielleicht auch das spezielle Licht? Der ganze Herbst in den Bergen hat so viel mehr an filmischer Qualität als der Frühling, dass es immer eine Entscheidung ist zu sagen, man geht in den Herbst, weil da die Farbtiefe und die Kontraste und das, was man miterlebt mit der Natur am Berg, einfach viel größer ist. Gedreht haben sie außerdem in Wasserburg am Inn. Sie zeigen die Stadt auch in dieser malerischen Lage in der Innschleife und dazu eben diese vielen Bilder einer grandiosen, malerischen, herbstlichen Bergkulisse, durch die Hannes und Moritz brettern. Und jetzt, als ob diese Landschaft nicht schon majestätisch genug wäre, dann drehen sie bei der Filmmusik auch ganz schön auf, so was die Gefühlsamplituden angeht. Da haben manche Kritiker bemängelt, sind Pathos und Kitsch nicht weit. Wäre da weniger vielleicht mehr gewesen? Dieser Film versucht einen Crossover, also ein Crossover zwischen einer sehr tiefen, tragischen Geschichte, die ich ja sehr gerne erzähle, und dieser Jugendlichkeit, die die beiden haben und von der diese Geschichte eben auch lebt. Und ich glaube, in dieser krassen Buntheit, ich nenne es einfach mal so, dieser Jugend, war für mich die Art der Musik genau richtig. In dem Fall war mehr eben mehr für mich. Ich habe vollkommen verstanden, was einige Kritiker bemängeln. Ich mag mich halt ab und zu mal in sowas reinlegen und das einfach genießen. Und das kann die Musik für mein Gefühl. Hannes und Moritz sind manchmal sympathisch, leichtsinnig, aber manchmal eben auch gefährlich draufgängerisch. Jetzt ist es so, Sie sind Mitte 50, Rita Falk auch. Ich habe mir gedacht, ist es aber ein Bild des Buch und Film von diesen Jungspunden zeichnen nicht auch ein bisschen Projektion, so wie man als Menschen, die deren Eltern sein könnten, diese Burschen gerne sieht? Ich glaube im Gegenteil, der Roman, der ja autobiografische Züge trägt von Rita, verarbeitet Sachen, die nicht im Mindesten übertrieben oder überzogen sind. Und ich kann mich an eine Jugend in meinem Dorf erinnern, selbst, wo so unglaubliche Dinge passierten, weil wir eben nicht unter Aufsicht waren oder weil wir auf dem Land waren und es unbedingt wissen wollten. Das heißt, ich kenne solche Geschichten zur Genüge und ich kenne natürlich vom Land auch die vielen Opfer, die solche Geschichten nach sich ziehen. Wo Sie schon vom Land sprechen und wir auch quasi über diese heimischen bayerischen Drehorte gesprochen haben, also Wasserburg oder auch die bayerische Bergkulisse, oder vielleicht waren Sie auch in Südtirol, ich weiß es nicht, aber es könnte in Bayern sein. Südtirol, es war Südtirol. Okay, na, da hatte ich den richtigen Riecher. Die Filme, mit denen Sie so vor 15, 20 Jahren bekannt geworden sind, Hierankel, Winterreise, die liefen in den Medien oft unter diesem Label neuer oder kritischer Heimatfilm. Ist Hannes auf seine Weise eben auch dann ein Heimatfilm? Ich glaube tatsächlich,
dass sich das Label Heimat leider etwas überholt hat. Wir sehen es heute in jedem Medium, in jeder Art von Verkauf, in Cafés und so weiter. Heimat, Heimat, Heimat. Das ist zu einem Begriff geworden, der irgendwie käuflich merkantil ist. Ich hätte lieber, dass man Hannes nicht unter einem Heimatfilm sieht, sondern unter einem Film über eine Freundschaft oder was Freundschaft bedeutet. Das ist für mich das Label. Dass er dort spielt, hat einfach ein bisschen mit Rita Falk zu tun. Hannes, der neue Film von Hans Steinbichler, ab heute im Kino. Vielen Dank, Herr Steinbichler. Ja, vielen Dank an Sie. Und eine Frage, die man allen Künstlern gerade stellen muss, die kann ich Ihnen noch hinten angehängt zum Schluss nicht ersparen. Man hätte sich einen besseren Zeitpunkt für so einen Kinostart raussuchen können, oder? Es ist so bitter. Ich arbeite an Hannes seit 4, 5 Jahren. Aber das Kino ist momentan die Kulturform, die man in der Pandemie einfach am schönsten genießen kann. Ich möchte einfach ein bisschen empfinden und den Alltag vergessen. Hans Steinbichler. Ja, und wir jedenfalls halten der Kinokunst weiter die Treue. Ebenfalls heute startet der Film Respect. Respect ist zunächst einmal der Titel eines Soul-Klassikers von Otis Redding, den vor allem die Interpretation von Aretha Franklin aus dem Jahre 1967 weltberühmt gemacht hat. Wenn nun ein Biopic über die 2018 verstorbene Sängerin diesen Titel trägt, dann zitiert das einerseits diesen Song, andererseits lässt sich das aber auch als Hinweis verstehen, dass der Film eine Hommage ist, eine Ehrerbietung und Respektsbekundung eben. Die gute Absicht allein freilich macht noch keinen guten Film. Von Roland Biswurm erfahren Sie daher nun, inwieweit diese cineastische Huldigung der Queen of Soul geglückt ist. Eine Party in Detroit, Michigan, Anfang der 50er Jahre. Clarence LaVaughn Franklin, Reverend der New Bethel Baptist Church, weckt die jüngste seiner drei Töchter, Aretha, damit sie mitten in der Nacht den Gästen etwas vorsinge. Ring. Wake up, baby. They want to hear you sing. You want to sing? Yes, please. I was about to hang on. Schon dieser Anfang eine Irritation. Gut, Clarence LaVaughn Franklin ist stolz auf seine Töchter. Alle singen sie. Familienleben ist ein großer Wert. Close Harmony. Und doch, die Familie ist kaputt. Die Ehe der Franklins geschieden. Die Mutter, Pianistin und Opernsängerin, sieht ihre Tochter Aretha nur selten. If you ever don't want to sing, don't. I love singing. No, I know. Your daddy doesn't own your voice, Ree. Nobody does, but God. Wann immer du mal nicht singen willst, lass es. Dein Vater besitzt deine Stimme nicht. Er hat kein Recht, darüber zu verfügen. Nur Gott allein, verstehst du? Rät die Mutter. Bald darauf lebt Aretha allein mit ihren beiden Schwestern und dem alleinerziehenden, herrischen, besitzergreifenden, tyrannischen Vater. God, who's our hand? Through him, we can do anything! A certain people think that we are crazy for taking on this fact. Clarence LaVaughn Franklin war gut befreundet mit Martin Luther King, mit den Größen des Gospel-Circuit. Und der Vater hatte wahrlich Großes vor, mit und für seine talentierte Tochter Aretha. Er stellte sie etlichen Produzenten vor, damit sie endlich erreichen konnte, was auch sie wollte. Hits, die nächste Irritation. Da verkauft ein, wohlmeinender Vater seine Töchter an ein im Grunde gottloses Business, predigt Wasser und trinkt Wein. Das kann nicht gut gehen. Ja, das wäre mal was. Und ausgerechnet Aretha schält sich quasi ein Meisterstück an Resilienz aus all diesen biografischen, katastrophischen Verstrickungen und singt, ja, sie singt. Sie lässt sich ein auf den Deal mit dem Teufel, lässt sich managen von zwielichtigen Männern, will um fast jeden Preis Hits, stürzt ab in Alkohol und Drogen, aber sie singt, wann und was sie will. Und dabei spricht sie all jene Botschaften aus, um die es im Grunde all überall geht. Denkt mal nach, es geht hier schließlich um Respekt. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take F-T-C-T. Die dritte Irritation. 2018 verstarb Aretha Franklin, 76-jährig.
Vorher hatte sie noch vor Michelle und Barack Obama herzzerreißend gesungen »You make me feel like a natural woman«. Und eben das gibt sie bis heute so vielen Frauen mit auf deren Lebensweg. »Be a natural woman«. Aber um welchen Preis? Das hier ist ein famoses Biopic mit Darstellerinnen und Darstellern, die einfach großartig, naja, spielen, eine Geschichte verkörpern. Allen voran Jennifer Hudson und Forest Whitaker. Aber jenseits all dessen, natürlich sitzt man im Kino und flennt bitterlich ob all dieser Melodien, dieser Präsenz, dieser Musikpower. Ja, das ist Soul, das ist God's Spell. Ein sehr, sehr sehenswerter Kinofilm mit einer Länge von 145 Minuten. Viel wichtiger wäre doch, dass wir etwas lernen aus all diesen Biografien von Michael Jackson, Tina Turner, Elton John oder hier Aretha Franklin. Beispiele dafür, wie Musik, wie Eigensinn und Spiritualität für ein gelingendes Leben voller Widerstandskraft stehen, ja, ein gesundes Leben gelingen kann. Filmische Verneigung vor Aretha Franklin ab heute im Kino Respect. Bayern 2 empfiehlt. Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen. Capriccio, das Kulturmagazin mit Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur. Capriccio, heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen. Und nach gerade eben viel Soul, jetzt wieder zu einer Musikerin, die aus dem Jazz kommt. Marta Del Grandi ist ausgebildete Jazzsängerin. Die Musik auf ihrem Debütalbum Until We Fossilize ist allerdings von kammermusikalischer Zartheit. Wir hören Swim to Me. According to scientists, our neighborhoods are going to burn. Geologists have determined the reason for my broken heart. So if this really has to start, oh, will you promise me? Did you hear it? Did you feel it? The mumbling of the earth beneath. It started in the morning. It shook the village head to feet. Feels like it's happening as I speak. So will you promise me that you will come to me and swim to me across the ocean wide? Swim to me and reach the other side. They will. It shook the village head to feet. Feels like it's happening as I speak. So will you promise me that you will come to me? Swim to me across the ocean wide. Swim to me and reach the other side. They will know the reason why until we fall so light. Swim to Me, das Lied von Marta Del Grandis Album, das auch den Plattentitel als Liedzeile enthält, Until We Fossilize, eben was zu hören.
Ampeln können ziemlich frustrierend sein, vor allem natürlich wegen ihrer nervtötenden Neigung, auf Rot zu schalten. Das ist im Straßenverkehr nicht anders als bei Krankenhausampeln. Aus Berlin kam gestern immerhin grünes Licht der Parteiunterhändler von SPD, Grünen und FDP für die Ampelkoalition im Bund. Bis der entsprechende Koalitionsvertrag stand, wurde zäh verhandelt, wobei rote Linien gezogen und verschoben wurden. Um den Klimaschutz ging es dabei zum Beispiel. Ob und welche Signale für die künftige Kulturpolitik in Deutschland von der Vereinbarung ausgehen, erfahren Sie von Peter Jungblut. Alle Achtung, da haben sich die Ampelparteien aber Mühe gegeben, der Kultur den nötigen Platz im Koalitionsvertrag einzuräumen. So ausführlich kam das Thema bisher nie zur Sprache, wenn auch viele Allgemeinplätze, Worthülsen und wenig konkrete Versprechungen enthalten sind. Und wer nach dem Stichwort Kultur sucht, der muss sich hüten, nicht in die Satire abzugleiten, denn da ist doch tatsächlich von Verwaltungskultur, Planungskultur, Ausgründungskultur, Unternehmenskultur, Erinnerungskultur, Sonderkultur, Aquakultur, Baukultur, Fehlerkultur und Fankultur die Rede. Aber was bitteschön ist Paludikultur? Ein schneller Blick ins Netz hilft weiter. Da geht's um die Nutzung von nassen Moorböden. Mehr Fortschritt wagen ist ja das hochgegriffene Motto des Koalitionsvertrags in Anlehnung an Willy Brandts Mehr Demokratie wagen von 1969. Das ist schon mal eine Ansage. Und manches klingt ja in der Tat fortschrittlich. Gleiche Bezahlung für männliche und weibliche Kunstschaffende durchsetzen, Freiberufler besser absichern, Filmförderung entstauben, Clubs und Live-Musikorte unterstützen. Doch was bitte soll eine Anlaufstelle Green Culture bewirken? Ist die wirklich notwendig, um die Kulturbranche für die, wie es heißt, ökologische Transformation fit zu machen? Da haben die Grünen aber mächtig auf den Putz gehauen und es ist ja auch eine faustdicke Überraschung, dass sie das Amt des Bundeskulturstaatsministers im Kanzleramt besetzen dürfen, vermutlich mit einer Frau. Der oder die wird sich dann ums Urheberrecht kümmern müssen, um die Rückgabe von kolonialer Raubkunst, um die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, um Erinnerungsstätten und natürlich um die Aufarbeitung der Corona-Krise, denn nicht wenige fürchten gewaltige finanzielle Bremsspuren in der Kultur. Der Gestaltungswille ist also da, wäre ja auch verwunderlich, wenn es am Beginn einer Legislaturperiode anders wäre. Doch Kultur bleibt natürlich ganz überwiegend Ländersache. Da wird sich an den üblichen Konflikten, etwa bei der gemeinsamen Finanzierung der Bayreuther Festspiele, wenig ändern. Was auffällt, Berlin kommt häufiger vor im Koalitionsvertrag. Da will sich der Bund weiterhin stark engagieren. Da soll ein Archivzentrum SED-Diktatur eingerichtet, die alte Stasi-Zentrale zum Campus für Demokratie entwickelt und das hochumstrittene Humboldt-Forum im wiederaufgebauten Berliner Schloss demokratisch und weltoffen werden. Mit anderen Worten, die Kultur soll vor allem ihrer Rolle als Gesellschaftsmodernisierer gerecht werden. Ein Lieblingsanliegen der Grünen. Dagegen ist doch nichts zu sagen, außer dass die Kunst zunächst mal in allen Sparten zweckfrei sein sollte, wenn auch nicht wertfrei. Mit eher repräsentativer und teurer Hochkultur kann die Ampel offenkundig wenig anfangen, das ist nichts Neues. Richard Wagner hätte von den Grünen wohl keine Subventionen bekommen. Stattdessen wird in den kommenden 4 Jahren sehr viel diskutiert, partizipiert, analysiert und diversifiziert, auf dass die Vielfalt blühe. Wenn die Kulturpolitik so anstrengend wird, wie sich der Koalitionsvertrag liest, dann wird das jedenfalls kein Spaß. Eher ein Abenteuer.